Ja, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Dr. Meyer, liebe Frau Gladroff, lieber Herr Neuer, ich danke Ihnen für Ihre Einladung als Moderator dieses tollen Mannes, Rob Grünenseels, einzuführen und zwar ihn zu moderieren. Wir leben in einem Zeitalter der Dichotomien. Das ist das Zeitalter, in dem es um Reiche und Armen geht, um mittlerweile auch den Westen und Osten, Kriege. Und die Corona-Zeit hat uns auch gezeigt, dass wir in noch mehreren Dichotomien eingetaucht sind. Unter anderem sprechen wir von einer Dichotomie der Menschen zwischen Lesenden und Nichtlesenden. Insofern nimmt die Bibliothek in diesem Zeitalter eine große Rolle. Also zu Beginn des Jahres 2022 florieren die öffentlichen Bibliotheken weltweit, unter anderem auch als Leuchttürme der Begegnungen, des demokratischen Austausches, des Zusammenkommens. Und wir sprechen nicht mehr von dem Ort, also dritter Ort, sondern, wie Rob gleich uns zeigen wird, wir sprechen von Heterotopien, also das Modell der dritte Ort ist veraltet, auch in der Theorie. Eben sprach man vor vielen Jahren von Interkulturalität, Transkulturalität, heute sprechen wir von der Hyperkulturalität. Das zeichnet unsere Gesellschaft aus und auch die Bibliotheken als Räume der Hyperkulturalität wird unser Referent Rob Grünenseels. Ich durfte dich auch duzen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du auch seit 1975 als Bibliothekar gearbeitet hast, in vielen innovativen Programmen mitgewirkt hast und mittlerweile das schöne Buch, was ich in der Hand habe, herausgegeben hast. Und ich habe das Buch innerhalb von einer Woche zu Ende gelesen und ich habe so viel notiert, aber ich will nicht lange halten, weil du bist der Referent. So, was mich sehr interessiert hat in diesem Buch, was wir gleich auch in deinem Vortrag, Imagination and Participation, I have to change to say the same. Also, du wirst in unserem Vortrag uns alle zeigen, wie die Bibliotheken heute sich transformieren und sich verändern und das Alte trotzdem behalten. Und ich bin sehr glücklich, dass du hier bist. Auch du hast ein Ministerium für Vorstellungskraft, Ministerie von Verbildung aufgebaut. Und vielleicht wirst du auch noch uns darüber was erzählen. So, gleich werde ich dann in der Phase nach deinem Vortrag dich ein paar Fragen auch hoffentlich fragen dürfen und natürlich vom Publikum. Das Wort gehört dir. Willkommen. Vielen Dank. Ja, es funktioniert, ja. Vielen Dank und ja, großartig hier zu sein. Die Bibliothek erobert Hollywood eigentlich. Hè? Jetzt das mit einer Leinwand so groß noch nie erlebt. Also ihr könnt alles gut sehen und vor allem mitlesen, weil natürlich, ich komme aus Holland und ja, sprachlich geht es nicht immer gut. Also das ist wie gesagt ein Disclaimer. Okay, fangen wir an. Das ist, vielleicht kennt ihr ihn, Willem de Koning. Willem de Koning is geboren in Rotterdam, is nach New York gefahren und in New York hat eigentlich ganz schnell neue Freunde gemacht wie ja, Jackson Pollock, Barnett Newman, Mark Rothko und so weiter. Und sie haben eigentlich eine Schule errichtet, abstrakter Expressionismus. Ein wenig Kunstgeschichte, was bedeutet das? Das hier, dass Emotionen und Spontanität eigentlich ganz wichtig sind. Und ja, so als gefällt uns Holländer natürlich. Deshalb ist er nog immer een zeer wichtige persoon, ook in Rotterdam. Er is in Rotterdam de Kunstacademie, Willem de Koning Academie. En zijn motto
sein Lebensvorkommissar steht auf der Fassade von der Kunstakademie. I have to change to stay the same. Also das Motto kommt nicht von uns, das ist von Willem de Koning. Ein weltberühmter Maler. Rotterdam ist übrigens auch, und jetzt kommen wir zum Ministerium, der Platz, wo unser Ministerium ja, gegründet ist. Und ich muss das muss ich erklären, weil vielleicht denkt ihr, dass es gibt in Holland tatsächlich ein Ministerium für Vorstellungskraft mit Beamten und so weiter. Das ist nicht so. Wir sind eine Firma, wir sind Berater und wir nennen uns, ja, das ist eine ganze Geschichte, weil, aber das ganz spontan haben wir eigentlich gesagt, wir nennen uns Ministerium von Vorstellungskraft und das ist eine Zusammenarbeit von Kollegen, die sich eigentlich ergänzen. Das bedeutet, es gibt einen Architekt, Jan David, ganz links, in Mitte Joyce, Bibliothekarin, Marien, er ist Kreativberater, er macht ganz tolle Programme und Florian de Visser ist Designer von der Design Academy in Eindhoven. Eigentlich eine ganz weltberühmte Schule, wo sie auch ganz tolle Dinge machen. Und wir haben uns zusammengefunden und wir beraten eigentlich Bibliotheken, Museen und so weiter. Also es ist kein offizielles Museum, kein offizielles Ministerium. Bitte, wir sind keine Beamte, wir sind nur Kollegen. Wir haben übrigens auch kein Büro zusammen. Manchmal gibt es Leute, die sagen, wir möchten gern das Ministerium besuchen. Das ist nicht möglich, weil wir arbeiten Rotterdam, Vught, Zutphen, Gouda, Eindhoven. Also ganz, wir arbeiten sehr viel virtuell zusammen. Zurück nach Willem de Koning. I have to change to stay the same. Und sofort denken wir, okay, es geht über de change. Und wir möchten sofort über das sprechen, was sich ändert. Aber wir glauben, es gibt zwei Begriffe in das Motto. The same gibt es auch. Und für uns ist the same eigentlich unglaublich wichtig. Und wir fangen eigentlich immer an mit the same. Weil the same bedeutet für uns, ja, was unsere Seele eigentlich ist als Bibliothek. Und Steve Jobs hat het eigenlijk zo ganz schön hat er das so gesagt. Das ist übrigens, vielleicht kennen Sie das, das ist als das erste Teil von seiner berühmten Rede für den Studenten von Stanford in 2005. Das kann man noch am ja, YouTube oder so kann man das zurücksehen. Beste speech ever. Das bedeutet, wenn wir über Zukunft reden, ist Vergangenheit und ist unsere Seele unglaublich wichtig. Und natürlich kann ich sehr theoretisch vorgehen über was wichtig ist an Bibliotheken und so weiter. Aber vielleicht kann eine Schriftstellerin das viel besser. Das ist Kathleen Moran. Sie ist ja, steht schon Journalistin und Autorin. Und sie hat über Bibliotheken das folgende geschrieben, in Englisch, aber ihr spricht alle Englisch. Das, und ich ja, muss das nicht übersetzen oder so. Nehmen Sie die Zeit, um das zu lesen. Die meisten von uns werden sofort ja, sehr ja, froh und sagen, okay, das, ja, das ist eigentlich, was Bibliotheken sind. The mind, the soul and the imagination. Also eigentlich brauchen wir ja, nichts mehr zu sagen. Alles was über Bibliotheken zu sagen ist, hat sie schon gesagt. Aber die Frage ist, was moeten wir eigentlich tun, was moeten wir ändern, um zu bleiben, was wir sind. Und ich versuche jetzt, um alle Veränderungen in vier Perspektiven zu umschreiben. Das sind sie. Also ich werde etwas sagen über Sammlungen, ich werde etwas sagen über Nutzer, ich werde etwas sagen über Zusammenarbeit und am Ende etwas über Gebäude. Bibliothekssammlungen. Wir haben natürlich ein Problem. Und das ist für Bibliotheken völlig neu, weil wir sind natürlich ja,
gewachsen in het Zeitalter van, ja, dat is eigenlijk überhaupt niet gehad. Ik heb geen Buch und so weiter. En jetzt, het grootste probleem voor bibliotheken is dat het van alles zu veel gibt. Es gibt zu viel Information, zu viel Bücher, zu viel. Es gibt so unglaublich viel, dass man sich fragen muss, ja, was ist eigentlich noch Spezielles, was ist Besonderes, was ist wertvoll und so weiter. Was ist bedeutungsvoll? Also, wir sind ein Zeitalter, wo das Problematische zu wenig sich geändert hat in ein Problematisches zu viel. Und für uns bedeutet das, dass wir sagen, was wir immer getan haben, das reicht nicht mehr aus. Und das kennen Sie natürlich alle, das machen alle Bibliothekare auf der ganzen Welt. Sammeln, erschließen und verfügbar machen. Wir machen eine ganz tolle Kollektion. Wir machen einen Katalog für die Jungen unter uns. Das ist ein, ja, das, wer von euch hat das noch gemacht, so etwas? Also, ja, doch, ja, ja. Ganz, und wir stellen das in Regale und da sagen wir viel Spaß damit und bitte nach 3 Wochen zurück. Sonst gibt es, ja, ich kenne das. Das ist eigentlich, was wir immer gemacht haben und wir möchten das eigentlich ändern. Und deshalb schlagen wir einen neuen Prozess vor und wir sagen, wir möchten eigentlich treu bleiben an unsere klassische Werten, aber wir müssen anders über unser Bestand reden und über unsere Nutzer müssen wir reden. Und das kann man zusammenfassen in 3 Wörter und jetzt, Entschuldigung, wird ein wenig theoretisch, aber das ist wichtig, weil sonst können Sie, ja, das ist sehr wichtig, um unsere Arbeit zu verstehen und zu begreifen. 3 Wörter sind wichtig. Inspiration, Schöpfung und Beteiligung. Das ist DNA von alles, was wir tun als Ministerium. Man kann das, Entschuldigung, man kann das immer zurückfinden in unsere Arbeit. Also ganz kurz, Inspiration bedeutet, dass wir unsere Besucher überraschen möchten. Mit Präsentationen, mit Aktivitäten und so weiter. Man kommt da rein eigentlich und sofort ist man inspiriert. Das ist eigentlich, was wir möchten. Aber dann passiert natürlich etwas mit unseren Nutzern. Sie kommen da rein, sie sehen allerhande Sachen und sie fangen eigentlich sofort an, ja, sich zu fragen, ja, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für meine Straße, für meine Familie, für unsere Stadt und so weiter? Als het goed is, wird man eigenlijk sofort kreativ. Man denkt, okay, was bedeutet das? Was ist die Bedeutung eigentlich von alles, was ich hier sehen kann, was ich hier anfassen kann und was es hier gibt an Aktivitäten und so weiter. Also, Bibliothekbesucher sind also schöpferisch sehr aktiv, kann man sagen. Und weil wir öffentliche Bibliothek sind, ist das Dritte auch sehr wichtig. Wir teilen das miteinander. Die Ergebnisse, die teilen wir mit anderen Besuchern. Man kann es dus ganz kurz und sehr theoretisch, man kann es auch so sagen. Es geht um Content, es geht um Kontext und es geht über Connection. Und das immer in Zusammenhang miteinander. Und das bedeutet für uns, und das haben wir eigentlich neu entdeckt, dass Bestand für uns unglaublich wichtig ist. Man redet über neue Bibliotheken, man redet eigentlich immer über Gebäude und über Aktivitäten und so. Und wir haben eigentlich gedacht, nein, wir müssen anfangen, um über Bestand zu reden, weil das Bestand ist unglaublich wichtig, dass eigentlich was, ja, eine Bibliothek macht. Und am Bestand kann man in 3 unterschiedliche Rollen kann man sehen. Es ist natürlich für Inspiration ist es Wissens- und Inspirationsquelle. Es ist auch Arbeitsmaterial, weil Leute arbeiten mit einem Bestand. Und das Dritte ist, es ist auch ein lebendiges Archiv. Alles, was Leute mit einem Bestand getan haben, ist für uns eigentlich neu in einen Bestand. Das muss man in das Bestand hinzufügen und das gibt dann zusammen ein neues Bestand. In München haben sie das so eigentlich gesagt. Kommentierte Kontext wiederum. Und das ist, ich sehe das schon. Ihr sagt, okay, ja, was, warum geht es eigentlich?
Wer van euch spielt mit Lego? Versuchen wir über Lego zu sprechen. Weil man kann sich auch ein Bestand kann man vorstellen als ein Haufen Lego-Steine. Mit unterschiedlichen Farben, Formen und so weiter. Ein Bibliothekar sieht sowas und normalerweise macht er so etwas damit. Oder so, kann auch. Aber was sie tun, eigentlich, was wir eigentlich immer tun in Bibliotheken, wir haben einen Bestand und wir machen eine Mauer davon. Fest, unbeweglich, das ist Bestand. Und wer mit Lego gespielt hat, weiß, man kann immer das alles abreißen und kann wieder mit dieselben Steine kann man etwas ganz Neues kann man, bauen und gestalten. Also mit dieselben Steine kann man so unglaublich viel machen. Also wir können sozusagen ja, unser Bestand viel kreativer können wir nutzen und wir können auch Leute viel kreativer machen, um auf solche Art und Weise mit Bestand zu arbeiten. Das zum Bestand. Das bedeutet aber auch, dass man Nutzer anders betrachten muss. Weil in der neue Prozess, das ist nicht ein Prozess von BFDK, ein Prozess, das wir gestalten. Im neuen Prozess geht es um ein Prozess, das Besucher, dass die Nutzer von Bibliothek eigentlich selbst, sie sind selbst sie sind wichtig. Also sie machen das Programm, sie machen eigentlich den neuen Prozess, weil sie eigentlich zusammen die Bibliothek machen. Sie sind, und das ist für uns unglaublich wichtig, sie sind keine Kunde, sie sind kein Verbraucher, aber sie sind Teilnehmer an einem Prozess, wobei wir voneinander lernen können. Also für uns ist ein Bibliothek nicht ein Bibliothek für, maar ein Bibliothek von Menschen. Und wir betrachten eigentlich, wenn wir ein Bibliothek entwerfen, betrachten wir eigentlich immer unsere Kunden, das sind keine Kunden, das sind eigentlich Producenten oder Experten oder Kuratoren, zoals ik aan BVTK. We möchten eigenlijk, jedermann möchte weer BVTK machen. Dat is wichtig, weil unser Ausgangspunkt ist, dass jeder hat Talent. Und wir brauchen das Talent, die Kenntnisse und die Einsichten von unseren Nutzer, um eine neue Bibliothek zu gestalten. Man kann es sich auch so sagen: Bibliothek ist ein Verb. Wir kennen alle ein Fußball, gratulieren mit Frankfurt übrigens. Das, ja. Ein Fußball ist, ja, was ist ein Fußball? Ein totes Ding eigentlich, bedeutet überhaupt nichts. Aber es wird interessant, wenn wir anfangen mit einem Fußball zu spielen. Und Fußball spielen ist also viel interessanter als Substantiv Fußball. Und das Gleiche kann man sagen über Bibliotheken. Wir brauchen eigentlich Nutzer, die mit der Sammlung spielen. Also für uns ist Bibliotheken ein Verb. Und das hat natürlich auch seine Konsequenzen für Organisation von Bibliotheken. Und manche Bibliotheken in Holland machen das so. Vielleicht kennt ihr das. In Deutschland spielt das überhaupt nicht, aber bei uns in Holland spielt das. Es gibt eine Bibliothek und in dieser Ecke dort, da sitzen die ganz junge Leute und sie machen ganz hübsche, tolle Programme und so weiter. Marketing und so weiter. Und in der anderen Ecke sitzen die alten Bibliothekare und sie machen Bestand. Hè. Das sind, und sie schauen sich so ein wenig an und sie sagen, okay, das ist, ja, was macht ihr dort? Und die anderen sagen, ihr seid ganz altmodisch und so weiter. Aber für uns ist eigentlich Programmgestaltung und Bestandsbau ist das Gleiche. Also es gibt in Holland gibt die Bibliotheken und die haben das zusammengefügt als eine Abteilung für Programmgestaltung. Und auch Budgets haben sie zusammengeführt und so weiter. Also das bedeutet nicht etwas nur für die Leser, es bedeutet auch etwas für die Organisation der Bibliotheken.
Zusammenarbeit. Es gibt mehr und mehr Bibliotheken, die zusammenarbeiten. Und man sieht eigentlich, vor allem in, bei uns in den Niederlanden, sieht man eigentlich ganz viele Bibliotheken, die nicht standalone gebaut sind, aber die immer mit anderen Partnern zusammenarbeiten und die mit anderen Partnern das Gebäude bewohnen. Und wir haben entdeckt, wenn man die Partner vereinen kann oder gemeinsam organisieren kann auf der neue Prozess, dann gibt es eine gute Zusammenarbeit. Also der neue Prozess ist Schlüssel für Zusammenarbeit, bedeutet übrigens auch, dass es Schlüssel sein kann für Nicht-Zusammenarbeit. Das gibt es natürlich auch. Aber so ist es sehr wichtig, wenn man anfängt mit etwas, das haben wir in Gouda sehr gut erfahren. Ich werde noch etwas mehr darüber erzählen. Zwei Beispiele von, was das bedeutet für Zusammenarbeit. Wir fahren nach München. In München gibt es eine Generalsanierung von Gasteig, ein Riesenprojekt, unglaublich groß. Wir sind so groß, wir sind ein ganz kleines wenig daran beteiligt. Wir beraten die Bibliothek. Die Bibliothek hat jetzt, weil die Gasteig muss man umbauen und das dauert wie viele Jahre? Das weiß ich in München noch immer nicht, glaube ich. 7, 8 Jahre. Und es gibt eine Interimsbibliothek in HP8, Hans-Preisser-Straße Nummer 8. Das ist das hier, das, was Sie links sehen. Ein Denkmal, eigentlich eine alte Transformatorenfabrik war das. Und so sah das aus in 2019. Wir kamen rein und sagten, wow, das ist ja Wahnsinn, so etwas. Und mein Kollege Jan David, der Architekt, hat sich sehr viel damit bemüht. Und in 2021, in November, ist das eröffnet worden. So sieht das jetzt aus. Okay, so far so gut. Aber das Geheimnis ist eigentlich, dass nebenan ist die Münchner Philharmoniker. Und die Münchner Philharmoniker und die Transformatorenfabrik sind miteinander verbunden. Und das bedeutet eigentlich, dass tagsüber ist das Bibliothek, aber am Abend ist es auch Foyer, Empfangshalle für die Philharmonie. Und dann sieht das also so aus. Es ist auch ganz schön um zu sehen, dass al die chique, nette Leute von Philharmonie, die sehen voor de eerste Mal wahrscheinlich in ihr Leben eine öffentliche Bibliothek. Und was eigentlich noch, das hier, Öffnungszeiten, hat schon übergeben. Zusammen sind sie, HP8 is 112 Stunden pro Woche ist das gewesen. Also das bedeutet jeden Tag von 7 ochtends bis 23 Uhr. Dat een Teil natuurlijk Open Library, aber trotzdem, Öffnungszeiten sind unglaublich, sind unglaublich toll. Und da kann man natürlich sagen, okay. Das ist in München. Das sind übrigens die Vorteile. So habe ich das für München habe ich das so formuliert. Wir haben gesagt, wenn man kombiniert, dann kann man intelligenter eigentlich Raum gebruiken. Das ist eins. Man kann mehr Rendite damit entziehen. Das ist vielleicht typisch holländisch, aber so denken wir. Man kann Raum besser eigentlich nutzen. Öffnungszeiten gesehen. Es kann attraktiver sein. Und das Letzte ist auch sehr wichtig, man kann auch anders sein, weil mit anderen Partnern kann man auch neue Programme entwickeln. Man kann sehr viel voneinander lernen. Miteinander zu wohnen auf diese Art und Weise bedeutet eigentlich auch, dass man ständig beschäftigt ist mit Entwicklung neuer Sachen in Sachen Bibliothek. Weil die Partner fragen immer, kannst du mit uns mitmachen? Oder wir fragen die Partner, könnt ihr mitmachen? Also kombinierte Nutzung bedeutet sehr viel. Und natürlich geht das in München so vor, aber dann kann man sagen, München, Großstadt, aber
Das gibt es auch. Das ist in Vught, in Holland. Ich wohne in Vught übrigens, in diesem Dorf. Und da gibt es diese Kirche, Peterskirche. Die Kirche ist, auf war, muss man sagen, seit 2005 nicht mehr in Gebrauch. Es war so, dass plötzlich kam nicht nur Gottes Segen herunter, aber auch Kalk und Teile der Decke. Und dann hat man die Kirche muss man schließen. Und man hat sich gefragt, okay, was machen wir mit unserer Kirche? Muss man die abreißen oder machen wir etwas anderes damit? Und dann haben sich diese Partner haben sich zusammengesetzt, Bibliothek, Welda und so weiter. Und zusammen haben sie das hier gestaltet. Also die alte Kirche ist jetzt etwas in unserem Dorf, was, wo wir unglaublich stolz auf sind, was unglaublich toll aussieht, mit ein, übrigens in Bibliothek, aber auch Museum und das mischen wir übrigens immer miteinander. Die Kinderabteilung, die Weltladen links. Und es gibt natürlich, es ist eine Kirche, also ein Beichtstuhl, kann man auch verwandeln in Studienplätzen. Das ist hier am rechts. Oder dass man kann Billard spielen. Der Herr hierover is Peter Becker aus München, hervorragende Billardspieler. Man kann dort Billard spielen, aber man kann auch dort beten. Am Eingangsbereich gibt es eine Kapelle und von unglaublich wichtig, dass es noch immer eine Kirche. Und also die zwei sind in diesem Gebäude sind sie möglich. Und es ist nog veel meer mogelijk, weil Jan David, mijn collega, had eigenlijk de ganze bibliotheek had er flexibel gemaakt met mobiele bücherregalen. Man kan alles voor zijden stellen. En dat bedeutet, dat hier, dat is onze stadraad in het zeitalter van corona. Aber so, hadden ze ihre Sammlungen, weil die Bücher sind nach außen geschieben. Und es gibt hier einen Riesenplatz und das ist nicht für unseren Gemeinderat, aber das ist auch für Kinder, wenn St. Nikolaus nach Vught kommt und so weiter, dann findet das statt. Und hier auch Öffnungszeiten in ein Dorf eigentlich, von 25.000 Einwohnern, jeden Tag geöffnet, von 9 bis 6 am Abend. Das alles bringt uns eigentlich, wir reden über ein anderer Bestand, Nutzer anders und so weiter, Zusammenarbeit anders, das bedeutet natürlich auch ein anderes Gebäude. Und unser Nutzersbedarfsprogramm kann man eigentlich ganz kurz zusammenfassen in das hier. Natürlich wieder Inspiration, Schöpfung und Beteiligung. Inspiration, man kann auch sagen, das war eigentlich meine Erfahrung zum ersten Mal, als ich in Amsterdam in der neuen öffentlichen Bibliothek in Oba kam in 2007. Ich kam rein und ich dachte, wow, es findet hier eine Party statt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, welche Party es ist, aber ich darf mitmachen. So etwas. Man wird sofort eigentlich eingeladen, um mitzumachen. Es gibt natürlich mehrere Werkstätten für Kreativität. Und es gibt eine Bühne in einer Bibliothek, um das miteinander zu teilen und kennenzulernen. Ein Beispiel davon, das haben wir unsere ersten Erfahrungen mitgemacht. Und vielleicht kennt ihr das, weil das gibt es seit 2014 oder so. Also eigentlich schon ganz alt, 8 Jahre, aber trotzdem viel davon gelernt. Chocoladefabriek. Und wir hatten 4 Partners hatten wir dort, also ein Archiv, eine Druckwerkstatt, Bibliothek und ein gut laufendes Grand Café. Und sie sind zusammengekommen in dieser Schokoladenfabrik. Und unsere große Herausforderung war eigentlich, bitte kein Mauern. Wir möchten gerne alles miteinander mischen. Unser Traum war, man kommt nicht
in de bibliotheek of in de archief. Men is in de chocoladefabriek. En overal gibt es bibliotheek. En overal gibt es archief. En overal enzovoort. We möchten dat ongelooflijk gerne miteinander mischen. En dat hebben we tatsächlich gedaan. En Einrichtungsplan war dan ook ganz anders eigenlijk als normaal. Weil wir mit 4 partners, dan sagt man normalerweise oké. Oben Archiv und das hier und das dort. Und in Gouda haben wir zum ersten Mal haben wir eigentlich den Raum, haben wir den neuen Prozess haben wir wörtlich in übertragenen Sinne haben wir einen Platz im neuen Entwurf gegeben. Das neue Prozess. Also und dann haben wir noch etwas entdeckt, was in ganz vielen Bibliotheken spielt. Das ist, wir brauchen Raum für Partizipation und für Beteiligung. Und das bedeutet, dass man da auch Raum für muss schaffen. Das bedeutet in Gouda, dass Regale nur 30% der Raum eigentlich benutzen. Und in Holland, ich weiß, ja, ich habe schon eine Ahnung, in Holland ist es etwa 70-75%. In den meisten deutschen Bibliotheken ist es auch so. Man sieht nur Regale. Und wir haben in Gouda gesagt, nein, wir brauchen tatsächlich Raum für die anderen Sachen auch. Also 70% in Gouda ist für Beteiligung und ist für Schöpfung. Also das bedeutet, dass wir Bestand haben wir sehr kompakt aufgestellt. Das funktioniert. Das haben wir natürlich erprobt in der alten Bibliothek. Und das geht eigentlich ganz gut. Und darum gibt es Raum für so etwas. Das ist der Druckwerkstatt. Und so macht man in dieser Bibliothek, macht man sogar Bücher. Das ist eigentlich ganz toll, dass es eine Bibliothek gibt, wo man neue Bücher macht. Viele Jahre später ist das zurückgekommen in Lokhalle in Tilburg. Die ist vor 3 Jahren eröffnet und wir haben das Nutzungsbedarfprogramm dafür geschrieben. Und das ist auch so etwas, man kommt da rein. Wer von euch war schon im Lokhall eigentlich in Tilburg? Ganz viele, ja. Und ja, die Erfahrung ist, man kommt da rein und sagt, wow, das ist wieder das Partygefühl. Man wird sofort eingeladen. Und was auch sehr wichtig ist in Lokhalle, dieser Satz von Peter Kok, der Direktor von Lokhalle, er sagt, Bücher sind sofort sichtbaar. Man komt herein en man ziet eigenlijk sofort, dat is hier een bibliotheek. Ze zijn niet ergens versteckt. Nee, man komt herein en zegt, oké, ik weet, es gibt een bibliotheek. En es gibt in deze bibliotheek, in Rahmen van Schöpfung, gibt es Laboren, kan man zeggen, Werkstätten. Es gibt insgesamt gibt es 6. Ja, für uns sind das sehr wichtige Abteilungen. Das ist nicht nur, weil man dort neue Technologie sehen kann. Das ist eigentlich nicht so interessant, weil neue Technologie ist morgen schon veraltet. Was wichtig eigentlich ist an Werkstätten für uns, das sind eigentlich die Katalogabteilungen der 21. Jahrhundert. Dort schafft man neue Kontexte. Dort machen die Nutzer machen etwas anderes mit einem Bestand. Und sie werden dafür eingeladen. Und sie haben die Geräte und die Ideen dafür. Und das können sie miteinander. Also das hier ist ein Word Lab. Das ist für Sprachbegeisterte. Also das ist tatsächlich ein Lab, wo Aktivitäten stattfinden. Und das sieht eigentlich sehr klassisch sieht das aus. Mit sogar Büchern auf die Decke. Es gibt ein Future Lab. Hier, das ist auch sehr interessant. Hier stellen man Fragen an die Stadt. Also die Stadt geht nicht mit Fragen nach der Bibliothek. Nein, das Gegenteil. Die Bibliothek stellt Fragen an die Stadt. Hier stellt man zum Beispiel Fragen über die erwünschte Zukunft der Stadt. Und Leute können mitmachen und so weiter. Beteiligung in Tilburg ist auch sehr sichtbar. Es gibt ein riesen Treppen eigentlich, eine Treppenlandschaft ist es eigentlich von wie lange ist das? Etwa 75 Meter Treppe. Und die Treppe wird auf alle Art und Weise wird sie benutzt, mit Gruppen zusammen. Links sind Architekturstudenten übrigens, aber rechts auch, man kann mit 2. Und es gibt etwa 1100 Steckdosen.
im Lokal, weil jede Steckdose ist ein Studienplatz, war das Idee. Und das funktioniert tatsächlich. Überall kann man sitzen, arbeiten und so weiter. Und natürlich, finde ich auch sehr wichtig, es gibt natürlich ein gutes Café. Nicht mit billigen Kaffee oder so, gute Kaffee, gute Sachen zu essen. Sehr großzügig kann man sagen, man kann es auch sehr klein machen. Das hat Florian, mein Kollege, gemacht voor Deventer. Had er gezien in Manga-Schule in Tokio, wo die Nutzer angeben können: Oké, ik möchte gerne beteiligen oder bitte nicht mit diesen Schildern. Dat bedeutet, störe mich, hallo is hallo, hè, und nicht stören. Dat kunnen ze auswählen und dann setzen ze dat bei ihren Studienplatz. Man kann also sagen, dass Architekten und Bibliothekaren viel miteinander zu tun haben und dass sie eigentlich viel mehr dann vorher miteinander zusammenarbeiten müssen. Weil das passiert natürlich immer, ein Architekt sagt, okay, Bibliothek war schon unter meinen seine Uni-Bibliothek. Das war die letzte Bibliothek, die er besucht hat. Vielleicht hat er Kinder, kommt man auch noch einmal in die öffentliche Bibliothek. Aber wir sind davon überzeugt, dass Architekten und Bibliothekare viel mehr miteinander reden müssen, wenn es um neue Bibliotheken geht. Und Michel Melot, das ist ein Herr aus Frankreich. Das ist sehr besonders an Michel Melot. Er war zunächst Direktor der Französischen Nationalbibliothek. Und nachher wurde er befördert, want er wurde Direktor der öffentlichen Bibliothek in Centre Pompidou. Und er hat in Frankreich, ist er sehr bedeutende Mann und hat sehr viel geschrieben. Und er hat das hier geschrieben über Bibliothekaren und Architekten. Eigentlich sagt er, okay, eigentlich sind alle Bibliothekaren auch ein wenig Architekt. Die Frage ist natürlich, sind Architekten auch ein wenig Bibliothekar. Und wir haben mit sehr viel holländische und flämische Architekten gesprochen. Mit noch ganz jungen, zum Beispiel hier Unterrick und Gert, sie haben von Civic, sie haben Lokal gestaltet mit Weltstars, als wo ist der Winnie? Winnie Maas, Winnie. Auch da oben, ja. Kann ich auch versuchen, geht das? Ja, das ist Winnie Maas, ja. MVRDV. Also, wir haben mit ganz vielen Architekten gesprochen, steht alles im Buch. Und ja, es gilt umgekehrt auch. Einige Zitaten. Jo Koenen, er hat Maastricht und Amsterdam hat er gebouwd. Und er sagt das hier. Bibliothek heet, Sachen interessanter zu machen. Civic. Sag das hier. Also, Leute, die etwas mitnehmen nach einer Bibliothek. Vincent, Architekt von Utopia in Aalst, ein wunderschönes Bibliothek, sehr elegant, fantastisch. Sag das hier. Man geht um etwas zu suchen, was du nog niet gefunden hast. Een bibliotheek voller Überraschung. En natuurlijk die star, ook Francine Huben van Meccano. Ze bouwt ook ganz veel in de Verenigde Staten, New York Public Library en Martin Luther King Library in Washington. En ze had dat hier gezegd. En ze stelt die vraag: wat willen ze veranderen? Und woran sollen sie festhalten, die Bibliothekare? Also, I have to change to stay the same. Und das ist eigentlich eine ganz kurze Zusammenfassung von unserem Buch. Es gibt natürlich eine Website davon mit viel Beispielen und Reference und so weiter. Steht dort oben. Ja, um ein Ende bleibt natürlich die ganz große Frage bleibt, wird es uns gelingen? Dieser Mann hier, ein
ja, alte, weiße Hippie aus Kalifornien, ist Stuart Brand. Und Stuart Brand hat ganz viel getan in den Vereinigten Staaten. Ich bin angefangen mit der Rede von Steve Jobs. Und Steve Jobs hat eigentlich am Ende seiner Stanford-Rede hat er Stuart Brand als seine große Inspirationsquelle genannt. Und Stuart Brand hat im Jahre 90 hat er für die BBC hat er ein Programm gemacht und das geht World Building, How Buildings Learn. Und das ist sehr interessant. Er hat also sehr gut untersucht, was passiert eigentlich mit Gebäuden, nachdem sie gebouwd worden. Dat kan men nog immer terugvinden in YouTube. Maar er had eigenlijk, ja, zijn schlusserfolg was eigenlijk dat hier. Er sagte, alle gebouwen zijn voraussagen. Dat is een goede nachricht. Ja. Aber, sagt hier, we kunnen gebouwen zo entwerfen, dat het eigenlijk überhaupt niet ausmacht, wenn sie falsch sind. Und ja, sowas wünsche ich euch auch. Vielen Dank.